Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Eukalyptus-Freunde. Ich weiß nicht so genau, was ich hier vor mir habe. Ich denke, es soll ein kleines Grusel-Horrorspielchen sein. In diesem Sinne völlig gerechtfertigt für den Freitag. Ich weiß auch noch nicht, wie groß es ist. Es soll nicht allzu riesig sein. Könnte vielleicht sein, dass es zwei Parts oder so werden. Das weiß ich nicht. Mal gucken, aber auf jeden Fall mal reine. Das ist immer sehr gruselig, wenn ich so einen Ladebalken sehe. Oder so ein Ladescreen. Connection with subject has been established. Okay. Scan biometric parameters. Initiate sequence. Protokoll Type 9 Subject X2102 Cycle 13? Ja, 9. Section 1 has been activated. Authorize related objectives. Okay. Ja, Das ist ja wunderschön hier. Da ist er watching. Ja. Mal da, Door Handle. Wie man so eine Art Schrank hier verschließen will, erschließt sich mir zwar in keinster Weise. Es schließt sich mir zwar in keinster Weise, aber. Okay. Also sind wir dieses Subjekt irgendwie was? Sieht zumindest mal so aus. Something sharp. Ganz ehrlich, da hat diesen Pappkarton, man reißt das Ding vorne ab. Ich sehe hier gerade nichts. Also wir gucken uns hier weiter. Nein, ist ja gut, wir gehen da rein. Gemütlich, ja, doch. Uhr. A clock without battery, aha. Bist du? Nix. Tür, die ich nicht aufmachen kann. Das sieht ja wieder alles sehr lebensbejahend und einladend aus. Was ist das? Ich weiß nicht, was das war. Kann ich die. Nein, kann ich nicht. Kann ich. Nein, auch nicht. Dabei. Oh Gott, da weiß ich nicht, was das ist. Hallo? Na, Auge, alter Freund. Natürlich. Wo denn? Du? So fühlt sich das also an, auf der anderen Seite zu sein. Belastend. Kann ich da nochmal dran rumspielen? Ja. Ich habe aber keinen Breaker. Mit. Also, das war die Kerze. Ja, mach doch einfach alle Türen gleichzeitig auf. Ist okay.
gemütlich. Was ist das? Ein Lichtswitch, ein Lichtschalter. Ich meine, warum? Ja, ich weiß, das gibt es, das ist auch gar nicht so unüblich, aber warum zum Teufel packst du eine Waschmaschine, die schwer wie Blei ist, auf so eine Höhe? Ja, ich weiß, das ist mega bequem und alles, aber erstens, du kommst da oben nicht dran, für reinzufüllen, und zweitens, das Ding muss da ja auch... Das muss da ja auch irgendwer mal hochwuchten, das ist ungeil. Ich spreche da aus Erfahrung, das ist unglaublich ungeil. Ach, das ist so ein Türspion. Wow, wie ein Sushi-Abend bei Freddy Krüger, ist ja wunderschön. Das war das ein Buch. Das ist ein Sushi-Abend bei Freddy Krüger, was? Irgendwas zwei. Aha. With a broken antenna. Aha. Natürlich. Man braucht unbedingt eine Fernbedienung, weil sonst funktioniert der ganze Fernseher nicht. Ist klar. Palmscanner? Was ist denn ein Palmscanner? Ein Sharpcutter, aha. Jetzt fühle ich mich gleich viel, viel mächtiger hier. Wenn ich dann da rausgucke, fühle ich mich wieder sehr viel schwächer. Was kann ich denn hiermit machen? Gar nichts. Ich kann mich auch nicht bücken. Das sieht auch sehr vertrauenserweckend hier. Bist du? Da ist die... Ja, selbstverständlich. Da ist die Fernbedienung drin. Natürlich. Ach, Spiel, verarscht mich doch nicht. So einfach wird es doch nicht sein. Ja, war klar. Lichtschalter. Also wenn ihr nichts seht, dann seht ihr genauso viel wie ich jetzt im Moment mal gerade. Da kann ich nichts dran fuchteln. Ist Robocop jetzt am Planschen oder was? Nö. Wieder irgendjemand hier seine Scheiße ausgefrungen. Oh.
Man könnte sich hier noch so ein schönes. Nein. Was haben wir denn da jetzt überhaupt gekriegt? Ein Schlüssel. Was ist denn hier verschlossen, weil ihr aufschließen könnt? Du, ne. Was war denn das? Ich bin mir nicht vollends sicher, was ich gerade gesehen habe. Was weiß ich denn, was hier verschlossen ist? Rechnet, wofür man den Schlüssel braucht. Hier Weichkäse hier irgendwas machen. Ne. Vielleicht in die Waschmaschine werfen. Ich weiß es doch auch nicht. Ich bin doch einfach nur verzweifelt. Vielleicht mein Schränkchen aufschließen. Ne. Hat er mir hier alles. Was steht denn hier um Himmels Willen alles? Schlüssel, von dem ich nicht die geringste Ahnung habe, was ich mit dem soll. Denn die einzig verschlossene Tür ist ja scheinbar das hier. Und hier ist eben das, keine Ahnung, der Gollum entlang gelaufen. Vielleicht irgendwas Köstliches in der Suppe, ne, auch nicht. In die Mikrowelle stellen, damit das Ding explodiert oder so. Ne, auch nicht. Hier vielleicht auch nicht. Gerade etwas überfragt. Ah. Sehr schräg. Naja, wenigstens ist es jetzt hell. Das kann ich mir auch noch mehr angucken. Das sind wunderschöne Bilder. Also hier war ja irgendwas, irgendwas, irgendwas 2. Vielleicht gibt es hier ja mehr Zahlen. Aber ich habe ehrlich gesagt noch keine gesehen. Baron der Göffel.
Musstest du mir hier unbedingt die ganze Bude voll bluten, bevor du da zum Ende gekommen bist? Drin vielleicht, ne? Da kann ich aber auch nichts machen. Komisches Scratch da auf dem Spiegel scheint auch nicht relevant zu sein. Hier noch irgendwas. Nö. Was das X da auf dem Monitor zu suchen hat, weiß ich ebenfalls noch nicht. Vor allem, ich weiß halt auch nicht, was sich jetzt überhaupt verändert hat. Kann ich auch nichts dran machen. Klingt ein bisschen wie auf der Voyager hier. Was bin ich sehend? Auf jeden Fall zwei wunderschöne Zwillinge. Das Ding kann ich immer noch nicht nehmen. Hier irgendwas, hallo. Nö. Das wird wohl kaum ein Hinweis sein. Hier sehe ich auch jetzt nichts Hinweismäßiges. Die kann ich nicht betätigen. Also die einzige Zahl, die ich sehe, ist irgendwas 2. Und irgendwie werden das auch nicht mehr. Das ist ein Barcode. Zehn, zwölf, zwei. Das wäre aber weit hergeholt. Ne, im Moment, das kann auch gar nicht. Kann das sein? Ne. Das kann nicht sein. Würde mich zumindest sehr irritieren. Ah, hier ist halt auch nichts, womit ich irgendwie mal interagieren kann, um Himmels Willen, mein schlimmes Wort. Hallo? Ist auch nichts Spannendes. Vielleicht unter einem Kissen irgendwo was. Oder hier auf der besudelten Decke. Ein zugemauerten Fenster. Ich kann die Kombination jetzt natürlich ausprobieren, aber ich würde gerne drauf kommen, wie denn die logische Kombination sein soll. Vielleicht irgendwas im Klo, was mir hilft? Ne. In den Bildern sehe ich auch nichts. Da sehe ich auch nichts. Hast du vielleicht irgendwas? Ne, auch nicht. Vielleicht. Da so? Nö, auch nicht. Weiß ich auch nicht so ganz, was ich sehe. Ausmache, sehe ich auch nichts irgendwie besonders.
Komm, sag mir alles wissende Kühlschrank. Was ist denn die richtige Kombi? Die kann ich auch einfach nicht aufmachen, egal wie oft ich da dran rumzuppel. Kriege ich auch irgendwie kein Licht mehr rein. Ja, genau so wollte ich das haben. Unbedingt will ich jetzt auch noch die Tür hier zumachen. Drawer with a hole for a drawer key? Okay. Lass uns mal den Blickwinkel ändern. Vielleicht stellen wir dann ja irgendwas fest. Oder kann ich was mit den Bildern machen? Auch nicht. Kann ich hier was machen? Nein. Ah. Also zumindest den Knopf haben wir schon mal gefunden. Haben wir damit jetzt vielleicht irgendwas getriggert? Wollen wir jetzt wieder irgendwo irgendwas mehr machen? Das sieht doch gut aus. Ah. Irgendwas 1, irgendwas 2. Irgendwas 102. Zwei 102, ne? Wo war das hier? 21. Müsste 2102. Ja, 2102. Nicht, was ich erwartet habe. Aber ehrlich gesagt. Aha. Aber ehrlich gesagt habe ich auch keine Ahnung, was ich erwartet habe. So klinge ich auch, wenn der Klo besetzt ist und ich hab's eilig. Also irgendein Schlüssel, ja. Wo soll denn hier jetzt noch ein Schlüssel versteckt sein? Okay, da ist jetzt wieder zu, da ist auch zu. Da kann ich immer noch nichts machen. Da kann man auch nichts mehr dran fummeln. Da glaube ich, haben wir alles gemacht, was wir können.
Ich würde ja sagen, da müssen wir jetzt irgendwo. Was ist das? Die Antenne. Ach, guck mal. Wo bist du? Nur ein Schrank. Das war zu weit. Tag? Was? Washing Machine Tool? Aha. Okay. Natürlich bist du weg. Ah. Luberst du jetzt wieder hoch? Da bewegt sich aber schon irgendwie die Textur. Vielleicht gerade im Schleudergang oder so. Ich weiß doch auch nicht. Dann drehen wir doch mal an der Kurbel. Piep. Ich weiß nicht, was ich da sehen will. We while you still... What? Die while you still can. Stirb, solange du noch kannst. What? The noise don't go away. Okay, den muss ich dann ja wahrscheinlich ganz hinten in der anderen Räumen nochmal einsetzen. Ja, komm dann. Runnen wir da mal hin. Es ist mal wieder zu leise. Habe ich jetzt davon, dass ich das hier eingesetzt habe? Ah, Moment, hier. Fool. Oder Füll, weil UE wird ja Ü gesprochen, also nennen wir es Fühl. Ich will immer noch gern wissen, was das hier mit dem leuchtenden Knopf ist. Ja, ist ja gut, ich wäre ja auch gut zu tackeln. Was bist du denn für ein hängender Schlauch? Das sieht ja schlimm aus. Du stehst doch gleich auf. Hallo? Natürlich ist der jetzt weg. Was ist das? Was kann ich damit machen? Don't use the mainframe Mac stop. Okay. Da sehe ich gar nichts.
Du siehst nicht unbedingt nice aus, was ist passiert? Habe ich jetzt das rote Kabel? Mach dich doch mal nicht so breit da drin, Herrgott, nochmal. Also ich habe keine Ahnung, ob ich besagtes rotes Kabel jetzt habe oder nicht. Das kann ich hier alles nicht so ganz unterscheiden, wo hier Kabel sind und wo irgendwie der komische Tüppler aufhört. Gott, jetzt stiefel ich hier im Dunkeln rum. Hier war doch der runterhängende rote Teil. Zapp. Und nu? Das klingt nicht schön. Kartenleser? Na, dem scheint es ja zu schmecken. Kein Grund, gleich die Tür zuzuschlagen. Ich wollte nur mal freundlich nach einem Stückchen fragen. Tür? Nö. Einfach legit nichts. Okay. Jetzt weiß ich aber tatsächlich so überhaupt nicht. Ich habe auch so gar keine Vorstellung, wo wir jetzt hin müssen oder was wir jetzt tun sollten. Mal wieder die Lichter, damit man überhaupt mal wieder was sieht. Eine Batterie haben wir immer noch nicht. Das können wir nicht mehr benutzen. Hier gibt es das auch irgendwie. Moment. Ja. Da tut sich irgendwie gar nichts mehr. Nutzen. Hier wieder rein? Nein. Also schon irgendwas hier drüben. Eine Karte haben wir aber nicht gefunden. Da können wir nicht rein. Da können wir nicht rein. So hungry. Ah, guck mal, eine Batterie. Die weiß ich wohin damit. Die ist für die Uhr. Der schrägste Mechanismus, den ich hier gesehen habe. Der Knopf ist auf der anderen Seite vom Raum. Das ist doch auffällig. Hm. Get out of my head. Get out. Get it out. Hm. What? Ein wunderschönes Bild. Cthulhu, bist du's?
Natürlich sitzt der jetzt da. Tschüss. Ich hasse dich. Ich hasse dich so hart. Vielleicht Reinigungsmittel oder hier irgendwas. Nö. Ist immer noch nicht, für was der Monitor sein soll. Schlägt die Stunde von dem leuchtenden Ding. Kann ich nichts mit dir machen, Kumpel. Ja, natürlich. Ist klar. War hier nicht die Statue? Hä? Wo geht's denn hier hin? Einfach nur. So ein bisschen wie bei Blade, die Blood Party, ja? Das war totale Absicht jetzt, dass ich das Augending gedreht. Ja, Ach, guck mal hier, unser Freund. Es gibt auch noch mehrere davon. Okay, da darf ich jetzt nicht mehr durch. Also hier durch. Moin. Wie? Wie? K.
keine Ahnung. Keycard haben wir nicht. Was? The End is Neo, kann das sein? Schlägt jetzt die Stunde von dem leuchtenden Ding. Moment, ich hab doch den Hebel. Der Hebel war doch irgendwo benötigt. Wo war denn das? Oh Gott. Wo brauchen wir denn jetzt den Hebel? Der sieht ja so aus, als wollte er hier irgendwas in der Hand halten, aber anscheinend nicht den Hebel. Da! Miep! Hallo? Und doch nicht so was. Das hat mich jetzt tatsächlich weniger erschreckt, muss ich zugeben. Du hast gerade echt Lebensprobleme, Kollege, ho? Natürlich. Nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Aha. Ja, hi. Also, Ender. Er. Ja, natürlich, genau. Ich habe nichts anderes erwartet wie eine Hand. Aha. Ich habe nichts anderes erwartet, als dass da jetzt eine Hand rauskommt. Oh, komm. Ich weiß aber wenigstens, wo wir sind. Kann ich dir nicht die Hand geben? Dir kann ich die Hand geben, okay. Ah! Nee, war das nicht. Da. Naja. Ist schon recht.
Why my... What? Nee, why? Bist du vielleicht so was wie unser Vorgänger? Third checkpoint complete. Processor unit has been obtained from previous cycle subject. Ah. Prepare section 4 event. Why? That's... yeah. Also, wie ich jetzt noch den Weg zu dem Prozessor-Unit wüsste. Oder nicht hier? Protocol 9 complete. All objectives cleared. Open evaluation chamber. Ihr habt geschafft. Und jetzt alles sehendes Auge. Hallo? Subject X2102 has entered the evaluation chamber. Proceed with Protocol 9 evaluation. Calculate result of experiment cycle 13. Assessment. Subject has completed the route of test environment 1 without deviation. Analyze examined properties of subject within human database 5. No extraordinary physical or psychic abilities have been observed. Confirm. Subject did not demonstrate desired response improvements to threat or fear stimuli. Competence remained regular throughout repetitive direct stress testing. Conclusion. Human modification type 743 failed to enhance subject performance. Agreed. Evaluation complete. Prepare Protocol 9 test facility for next sequence. Subject has fulfilled the purpose of its existence. Recommend disposal. Reconsideration. Subject is suitable as a specimen for experimental neurocolony X67P. Affirmative. Subject will be transferred to X67P. Disconnect head of subject and prepare for transport. What? Moment. Ich habe Einwände. Futurama hatte doch recht. Ich werde in einem Goldfischglas enden. Und ab und zu kommt mal jemand und streuselt mir ein bisschen Fischfutter rein. Ah. Ja. Das war dann wohl. Okay, uns wird auf jeden Fall nicht mehr der Fuß wehtun, wenn uns ein Hammer runterfällt. Ich sag mal so. Oder ein Finger, wenn wir uns mit dem Hammer, den wir nicht mehr halten können, vielleicht mal draufhauen. Also, naja. Jedenfalls, ja, kleines Spiel. Knappe 50 Minuten für ein Horrorspiel. Ist das okay für ein Indie-Horrorspiel? War ganz interessant. Ich hätte mir hier und da vielleicht mal ein bisschen
wie soll man sagen, ein bisschen mehr Hintergrund erhofft, sage ich jetzt mal. Aber so generell, ja, war ein schöner kleiner Escape Room. Eigentlich genau das Richtige für den Freitag. Ich hoffe, du siehst das genauso. Und wenn es dir ein bisschen Spaß gemacht hat, dann hau doch einfach auch mal auf den Like-Button. Dann weiß ich auch, dass es dir Spaß gemacht hat. Ansonsten, liebe Freunde, ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Freitag und zum nächsten Horror, Grusel, Splatter, was auch immer wieder. Und, ja, oder zu einem anderen Projekt auf dem Channel, selbstverständlich. Eigentlich immer montags, mittwochs und freitags. Gegebenenfalls auch mal samstags, je nachdem, wie ich die Zeit und die Möglichkeiten habe. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr mit dabei wart bei unserem kleinen Ausflug in Subject. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao, ciao.